Mein Name ist Knut Ringert und ich bin Geschäftsführer im Rhein-Main-Verkehrsverbund. In einem Jahr werden wir 27 wasserstoffbetriebene Züge zum Einsatz bringen, und zwar auf 4 Linien hier im Taunusnetz. Was das Neue ist, es ist nicht nur der alternative Antrieb als solcher, sondern es ist die größte Wasserstoffzugflotte der Welt. Wir haben uns darauf ausgerichtet, dass unsere Züge im Taunusnetz am Tag wenigstens 1000 Kilometer fahren müssen. Und das schaffen wir mit Wasserstoff. Wasserstoffzüge sind ansonsten natürlich auch elektrobetrieben, fahren mit Elektromotor, sind damit leise, sind vor Ort emissionsarm. Es gibt nur Wasserdampf als Abfallprodukt. Und wir haben den großen Vorteil, dass unser Taunusnetz an den Industriepark Höchst heranfährt. Dort werden täglich mehrere Tonnen Wasserstoff als Nebenprodukt produziert, die wir relativ günstig für die Betankung unserer Fahrzeuge nutzen können. Im Moment wird dort unsere Wasserstofftankstelle gebaut. Es wird die Reinigungsanlage für den industriellen Wasserstoff gebaut. Die Verdichteranlagen dazu werden gebaut. Und demnächst noch ein Elektrolyseur, ein 5-Megawatt-Elektrolyseur, mit dem man dann in Zukunft auch grünen Wasserstoff herstellen kann. Die Zukunft wird geprägt sein von der Erreichung der Klimaziele. Und im Bereich der Erreichung der Klimaziele haben wir mit der Mobilitätswende eine große Aufgabe erhalten. Das heißt, es müssen sehr viel mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren. Dafür brauchen wir natürlich eine gute Qualität. Dafür brauchen wir sehr viel mehr Bus und Bahn. Alles, was wir heute planen und bauen, muss nachhaltig sein. Wir schreiben Finanzdienstleistungen aus. Das ist klar, das muss so sein. Die Hellerbe hat sich hier gegen starke Konkurrenz richtig gut und schnell durchgesetzt. Es ist auf der einen Seite natürlich die große Kompetenz, die Hellerbe mitbringt mit ihren Mitarbeitern für derartige nachhaltige Projekte im Bereich der Mobilität. Es sind die sehr, sehr guten fixen Finanzierungskonditionen und natürlich auch eine angemessen lange Laufzeit für unsere Finanzierungsvereinbarung. Ja, es ist insbesondere die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die neben einer extrem schnellen Bearbeitungszeit uns jederzeit, ob am Abend, ob am Wochenende, ob am Feiertag, mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und wirklich mit Nachdruck zeigen, dass sie ein solches innovatives, nachhaltiges Projekt in die Zukunft nicht nur begleiten, sondern wirklich vorantreiben wollen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, und das werden wir uns in gut einem Jahr anschauen können, dass es ein sehr erfolgreiches Projekt wird. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Projektpartner. Wir bringen umweltfreundliche Technologien voran. Nachhaltig.